JFTV Direkt vom Stand der Jungen Freiheit auf der Frankfurter Buchmesse 2015. Sehen Sie jetzt Hedwig Freifrau von Beverförde zum Thema Gender Mainstreaming, den Widerstand organisieren. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie wieder hier zu uns gekommen sind, um mit mir zusammen Hedwig von Beverförde zu begrüßen. Herzlich willkommen. Danke sehr, vielen Dank. Frau von Beverförde organisiert den Widerstand gegen den Bildungsplan in Baden-Württemberg. Bei diesem Bildungsplan hört sich ja erstmal unverdächtig an. Dabei geht es aber um die schulische Sexualisierung von Kindern. Und dagegen organisiert sie die Demo für alle. Diese Demo für alle hat am vergangenen Sonntag in Stuttgart stattgefunden. Mit einem Teilnehmerrekord von mehreren Tausend. Wie viele waren es? 5.350, glaube ich, waren wir diesmal. Klasse. Fanden wir auch. Vor allem angesichts der Tatsache, dass wir im Moment ja noch ganz andere Probleme in Deutschland haben, fanden wir das schon ziemlich gut. Wie gesagt, es geht um schulische Sexualisierung. In diesem Bildungsplan steht das aber so natürlich nicht drin, sondern da wird von sexueller Vielfalt gesprochen. Hört sich ja gut an irgendwie, hört sich positiv an, sage ich mal. Was haben Sie denn gegen sexuelle Vielfalt? Der Punkt ist einfach, dass es darum geht, dass, oder darum ging vor allem bei dem ersten Bildungsplanentwurf, gegen den dann die Proteste losgingen, dass alle Kinder in der Schule von erster bis letzter Klasse durchgängig über alle Klassenstufen und auch über alle Unterrichtseinheiten hinweg, also über sämtliche Fächer hinweg, querschnittartig, diese sogenannte Akzeptanz sexueller Vielfalt quasi lernen sollten oder ja, dazu genötigt werden sollten. Darum ging es ursprünglich und geht es natürlich auch weiterhin noch. Und der Punkt ist einfach, dass sich dahinter letztendlich verbirgt, dass die Kinder genötigt werden sollen, jegliche Spielart sexueller Betätigung gut zu finden. Und das ist etwas, was der Staat nicht darf und schon gar nicht über die Schule quasi indoktrinieren darf. Ja, also Einstellungen unterrichten. Ja? Man kann natürlich darüber sprechen, dass es außer dem heterosexuellen Verhalten auch noch andere Formen gibt. Und man kann darüber durchaus sprechen, dann, wenn es dran ist. Das heißt, wenn sich es einfach in der Situation im Unterricht ergibt. Das kann ja einfach sein, das muss ja nicht verborgen werden. Aber dass das jetzt quasi zu einem Leitprinzip des Unterrichts wird, für alle Kinder, das ist einfach sagenhaft und unglaublich. Ja, das hat mich auch ein wenig irritiert, als ich mich mit der Thematik beschäftigt habe. Es hat ja schon immer Sexualkundeunterricht gegeben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch schon immer beispielsweise Homosexualität thematisiert wurde. Warum jetzt diese neue Qualität? Warum dieser Bildungsplan? Es ist tatsächlich so, dass eben wirklich Lobbygruppen dahinter stehen, die unmittelbar zusammenarbeiten mit der Landesregierung in Baden-Württemberg. Und das ist im Grunde der Punkt, wo wir auch sagen, kann nicht sein, dass Lobbygruppen über das Kultusministerium, über die Schule, man muss ja bedenken, Schule, wir haben eine Schulpflicht in Deutschland. Das ist ja in anderen Ländern nicht unbedingt so, aber in Deutschland ist es nun mal so, dass quasi zwangsweise damit die Interessen bestimmter Lobbygruppen in die Köpfe der Kinder indoktriniert werden. Darf ich gleich mal nachhaken, was sind das für Lobbygruppen? Das sind die sogenannten LSBTTIQ-Gruppen, die Community. Was heißt das denn? Lesben, Schwule, Bi, Transsexuell, Transgender, Queer. Also ich kann das mittlerweile. LSBTTIQ. Und die schreiben an diesen Plänen mit, an diesen Schulplänen? Genau, die schreiben im Hintergrund an diesen Schulplänen mit und geben letztendlich sozusagen die Ziele vor, die da verwirklicht werden sollen. Und das ist, das kann einfach nicht angehen. Wir haben immer noch in Artikel 6 Grundgesetz, klipp und klar steht da drin, dass also Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stehen. Und ja, dass wir hier quasi jetzt eine völlige gegenläufige Indoktrination bekommen, das können wir nicht unwidersprochen hinnehmen. Ihre Kritiker werfen Ihnen vor, dass Sie da Sachen durcheinander bringen würden.
Also beispielsweise ginge es doch nur darum, über ja, zu erwähnen, dass es eben andere sexuelle Entwürfe, Identitäten gibt und dass es ja gar nicht so sehr um das ganz Konkrete geht, was da passiert. Und Sie würden immer nur sozusagen dieses Konkrete hochhalten, was da passiert mit irgendwelchen Dildos und den unterschiedlichsten sexuellen Spielarten und so weiter. Dabei ginge es doch nur darum, ein positives Bild dieser vielen sexuellen Identitäten zu vermitteln. Das wäre schön, wenn es so wäre. Aber so ist es eben in der Praxis nicht. Wenn man weiß, wie die Sexualpädagogik der Vielfalt, die es nämlich gibt, ja, Sexualpädagogik der Vielfalt, was dort, für Unterrichtsvorschläge einschlägig sind und auch in Büchern nachzulesen, dann versteht man sehr wohl, dass es dabei tatsächlich um eine Sexualisierung geht. Also wenn man dieses Buch von der Elisabeth Tudor zum Beispiel, das nennt sich eben Sexualpädagogik der Vielfalt, wenn man das liest, dann wird man wirklich, wird man fassungslos. Ja, dort werden also diese berühmten Übungen, die vielleicht der eine oder andere von Ihnen schon von gelesen hat, gehört hat, dass eben Schüler einen Puff planen sollen für alle möglichen sexuellen Vorlieben, es ist unbeschreiblich, dass man also seine Lieblingssexualpraktiken darstellen soll, benennen soll, dass man lernen soll, dass man üben soll, Dirty Talk. Also es sind Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe vorher und ich wünschte auch, man müsste nichts davon hören, aber es ist einfach unglaublich. Und es ist ja auch klar, wenn sexuelle Vielfalt so ein großes Thema ist, das ist also ein Leitprinzip, ja, so sollte es ja sein, also sich durch alles hindurchzieht, dann ist es im Grunde auch logisch, dass man natürlich auch über Praktiken sprechen muss, denn wie soll man sonst erklären, was der Unterschied ist? Ihre Kritiker kommen dann ganz schnell mit der Homophobie-Keule. Sie sind schwulenfeindlich, transsexuellenfeindlich, alles, was es da so an Sexualitäten gibt, dem stehen Sie angeblich feindlich gegenüber. Also zunächst mal das Wort Homophobie, das ist schön, dass Sie das mal sagen, da wollte ich mal gerne was zu sagen. Das ist also ein reiner Kampfbegriff, wirklich ein Kampfbegriff der homosexuellen Lobby. Das muss ich einfach hier mal sagen, weil der bedeutet nämlich gar nichts Konkretes. Also der wird für alles eingesetzt, für jegliche Kritik, die in irgendeiner Weise mit Homosexualität zu tun hat, wird dieser Begriff eingesetzt und dient einzig und allein dazu, die vermeintlichen Gegner, ja, also je nachdem, wovon wir nämlich reden, also Kritiker, die in irgendeiner Weise was Kritisches dazu zu sagen haben, mundtot zu machen. Dazu dient der Begriff. Aber gut, jetzt mal zurück zum eigentlichen Vorwurf. Wir sind nicht gegen Menschen eingestellt, die in irgendeiner Weise zum Beispiel homosexuelle Empfindungen haben. Ja? In überhaupt keiner Weise. Worum es uns geht, ist, dass wir uns nicht zwingen lassen wollen und auch vor allem auch unsere Kinder nicht zwingen lassen wollen, homosexuelle oder andere sonstige Betätigungen gut zu heißen. Und die ständig zum Thema zu machen. Ich finde, das Wort, die Sexualität ist etwas, was grundsätzlich wirklich ins Private hineingehört und nicht ständig nach außen getragen in die Schule oder in den Kindergarten oder sonst wo. Das ist eigentlich der Hauptansatzpunkt bei uns. Und es geht uns gar nicht nur gegen das ständige Reden von homosexuellen Dingen, sondern gegen Sexualität überhaupt, ja, dass sie eben dermaßen thematisiert wird in der Schule und schon im Kindergarten. Ja, in Vorbereitung dieser Veranstaltung habe ich mit einem unserer Autoren aus Baden-Württemberg gesprochen und der meinte in der Tat, also das linke Polit-Establishment dort wird jetzt langsam auch schon nervös und hat ein Stück weit diesen Bildungsplan jetzt auch entschärft. Ja, das stimmt. Also es sollte ja ursprünglich von der ersten Klasse an sein. Man hat, ich muss das noch dazu sagen, für die, die es noch nicht wissen, nach unserer ersten Demo für alle, die im vergangenen, also 2014 im April war, ist drei Tage später hat die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg diesen ersten Bildungsplanentwurf zurückgezogen. Und zur Überarbeitung erstmal wieder zurückgenommen und hat ihn dann gleich auch erstmal um ein Jahr verschoben. Er sollte ja schon 2015 eigentlich in Kraft treten und hat ihn eben erstmal um ein Jahr verschoben. Und jetzt, vor wenigen Wochen, ist jetzt dieser neue Entwurf
öffentlich geworden. Den kann man jetzt also einsehen. Den kann man sogar bis Ende Oktober noch Verbesserungs-, man kann jetzt noch Vorschläge machen. Der ist auch noch nicht endgültig. Ja, also da ist schon einiges geschehen. Und aber sagen wir mal, das Ende der Stange findet nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, die im März sind, nächsten Jahres. Erst danach wird der endgültige Bildungsplan feststehen. Deswegen lohnt was für es sich, ein Zufall. Ja? Ja, ja, deswegen lohnt es sich unbedingt, also jetzt ja, dann noch weiterhin ganz klar Flagge zu zeigen, dass wir diese Art von Unterricht nicht wollen, diese Art von Sexualpädagogik auch nicht. Sie klären auf durch Ihre Initiativen. Aufklären kann man auch über Bücher. Wir sind hier auf einer Buchmesse. Buch habe ich noch nicht geschrieben. Das nicht, aber wir haben ja einen kleinen Sammelband herausgebracht, in dem auch Beiträge von Ihnen abgedruckt sind, hier zum Thema Gender Mainstreaming. Ist hier am Stand erhältlich. Welches Buch oder welche Bücher würden Sie sonst noch empfehlen, wenn es um diese ganze Thematik geht? Das ist jetzt schwierig. Es gibt mittlerweile viele tolle Bücher. Ein wirkliches Standardwerk, das muss ich echt sagen, ist von Gabriele Kubi, die das bereits, glaube ich, vor 3 Jahren rausgebracht hat. Und das war auch wirklich also ein Erstlings, ein ganz tolles, großes Werk, wo man im Grunde einen richtig großen Überblick bekommt über das gesamte Problem. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Das heißt Die globale sexuelle Revolution von Gabriele Kubi. Das kann ich sehr empfehlen. Es ist aber eigentlich fast wie ein Nachschlagewerk. Also das so durchzulesen ist gar nicht so einfach, ja, weil es... Ja, weil das auch so unglaublich ist, was da alles drin steht. Aber die Dinge bewahrheiten sich. Also man kriegt sie jetzt immer mehr, bekommt man sie jetzt auch über die Zeitungen mit, was sie damals schon alles recherchiert hat. Das ist toll. Ja, es gibt natürlich das Buch von Birgit Kelle, Gender Gaga, das ist ja schon ziemlich bekannt. Das ist natürlich so auf so eine witzige, spritzige Weise, das ist ein völlig anderer Ansatz. Dann gibt es jetzt das Buch von, gerade ein gutes neues Buch von Matthias von Gersdorf. Das heißt Gender. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt. Jedenfalls Matthias von Gersdorf, Gender. Das kann ich auch sehr empfehlen. Also es gibt einen Haufen guter Bücher dazu. Ja, und man sollte sich damit tatsächlich befassen. Also das wäre, kann ich nur empfehlen. Ja, klasse. Herzlichen Dank, Hedwig von Beverförde. Eine Powerfrau im Kampf für unsere Familien. Herzlichen Dank, dass Sie hier zu uns gekommen sind. Und ich würde mich freuen, wenn Sie hier auch noch unseren Gästen zur Verfügung stehen würden, um mit denen noch ein bisschen zu diskutieren. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Übrigens, dieses und viele weitere spannende Bücher finden Sie im JF Buchdienst unter www.jf-buchdienst.de.